Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir teleportieren uns jetzt ganz schnell zum Charlie, weil der hat eben geschrieben, er hat den neuen 187 da und den wollen wir natürlich sofort für euch testen. Also, kurze Teleportationssprünge und dann geht's los mit dem Review. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review vom neuen 187 Sweet Cactus. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns kurz rüber teleportiert, schnell wieder hergesprungen und ich würde sagen, wir bauen als erstes mal ein Köpfchen mit dem guten Tabak. Ihr seht schon, Schnitt und Feuchtigkeit gehen auf jeden Fall klar, ist ordentlich feuchter Tabak, alles gut eingezogen, das passt auf jeden Fall. Schnitt ist eher so mittelmäßig, passt aber sehr, sehr gut, also ich glaube, da habt ihr in keinem Kopf irgendwelche Probleme, das Ganze zu bauen. Was soll drin sein im Sweet Cactus? Es ist nämlich nicht nur Kaktus, sondern auch noch Limette mit Maracuja und Minze und Menthol. Hört sich relativ interessant an. Wie gewohnt 16,90 Euro kosten euch die 200 Gramm. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie das Ganze riecht. Und ihr schaut mal bei mir, wie das Ganze raucht. Im Geruch ist es auf jeden Fall eine, ja, so Kaktus. Maracuja rieche ich auch raus. Aber ja, so Limette ist auf jeden Fall so diese typische bittere, saure Note am Start. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Relativ süß finde ich den jetzt gar nicht. Also schon ein Ticken, aber nicht zu viel. Nicht so, dass ich sagen würde, boah, ja, in der Richtung Mama Candy oder so in der Süße, sondern eher schon ein bisschen bitterer, eher saurer und weniger süß. Was ich aber ziemlich gut finde, weil dieses übertriebene, überladene Süße gefällt mir dann nicht ganz so gut. Ja. Bei mir ist das vom Geruch sehr, sehr ähnlich. Also dafür, dass er Sweet Cactus heißt, ist er doch relativ bitter und kühl vom Geruch. Aber auf keinen Fall negativ verstehen, denn ich finde das ziemlich angenehm, so wie der riecht. Es riecht einfach nach so einer schönen Frucht, die man frisch aufgeschnitten hat, die einfach so ein bisschen säuerlich ist. Ich meine, mit Maracuja und Limette dabei kann das ja eigentlich gar nicht zu süß sein, wenn man versucht, die halbwegs authentisch zu treffen. Was riecht man am meisten raus? Man hat auf jeden Fall am Anfang so eine schöne Kaktusnote, die man direkt riecht. Und Limette und Maracuja eher so im Hintergrund, kann man aber definitiv auch rausriechen. Er riecht relativ frisch und von daher würde ich sagen, ja, Minze, Menthol auf jeden Fall auch am Start. Wobei man eine wirkliche Minze, also so eine Pfefferminznote jetzt nicht hat, das ist eher so eine kühne Note. Also würde ich eher sagen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Menthol. Rauch seht ihr ja nebenbei schon, qualmt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Unser Setup ist gerade die Hookah John und Somo Harmony Bowl mit einer Smokebox obendrauf, zwei Kohlen drinne auf der Genie Clyde. Die Kohlen sind, glaube ich, gerade One Nation. Ja, was sagst du denn geschmacklich? Geschmacklich ist er auf jeden Fall ziemlich lecker, aber Sweet Cactus hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also der ist definitiv ziemlich bitter, gerade im Anrauchen war der auf jeden Fall sehr bitter. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gefangen und der ist ein bisschen süßer geworden, aber es ist trotzdem nicht so eine überladene Süße. Es ist eine angenehme Süße, aber die halt trotzdem dominiert wird von der bitteren, sauren Note. Gefällt mir ziemlich gut, die Maracuja ist immer noch weiterhin im Abgang dabei, aber auf jeden Fall der Hauptaugenmerk liegt einfach weiterhin auf der Kaktusnote mit dieser Limettennote. Gefällt mir aber ziemlich gut und deshalb gebe ich ihm auch die 9,5 Sterne. 9,5, das ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Also, vorneweg, sweet ist der für mich auf jeden Fall auch nicht. Ich würde eher sagen, das ist Sauerkaktus. Also gerade im Anrauchen war der schon wirklich sehr, sehr sauer. Wieder nicht negativ gemeint. Also er schmeckt auf jeden Fall gut und es kommt sehr, sehr lecker rüber. Und ihr habt so eine süße Note mit dabei, aber es ist definitiv kein pappsüßer Tabak, wie man vielleicht bei dem Namen vermuten würde. Ich finde auch wieder wie im Geruch die Kaktusnote definitiv im Vordergrund, gefolgt von einer Limettennote mit auch noch so ein bisschen was anderem dabei. Ich finde es relativ undefinierbar, was da noch kommt, weil ich habe zum Beispiel beim Anrauchen gedacht, so, ist da noch eine Grapefruit dabei? Also, aber auf jeden Fall insgesamt das Paket sehr, sehr lecker, gefällt mir sehr gut. Er hat eine angenehme Frische dabei, aber ich denke, so wenig, dass der auch für Leute, die keine Minze mögen, immer noch was sein kann. Ich finde ihn auf jeden Fall auch sehr lecker, aber 9,5 Sterne finde ich ein Ticken zu viel. Ich hätte ihm eher so solide 8 Sterne gegeben.
Ich weiß nicht, wollen wir uns bei den 8,5 oder 9 treffen? Was ist dir lieber? Ja, wir geben ihm einfach die 8,5. Also auch so diese Minze und Menthol, die ist halt nicht so, dass sie jetzt wirklich präsent ist. Also gerade da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Frische, ein bisschen mehr Minze gewünscht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, weil wenn man mehr darauf Lust hat, dann kann man ja auch irgendwas beimischen. Von daher ist es dann gar kein Problem mehr. Ja, gut. Dann einigen wir uns auf diese Sternzahl. Ich denke auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr solider Tabak von der 187 Straßenbande. Kann man sich definitiv mal gönnen. Kaktus ist ja im Moment relativ im Hype. Ich weiß nicht, viele von euch werden wahrscheinlich schon auf das Eis-Kaktus-Review warten von Holster und viele werden ihn auch wahrscheinlich schon daheim haben und auch feiern. Soll ja ein absolutes Brett sein. Mal gucken, dass wir den hoffentlich demnächst reviewen können. So, das soll es mit dem Review gewesen sein, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen und dann gönnt euch ein Döschen. Ist wieder ein guter 187 Tabak. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.